Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und heute ist wieder ein Zuschauerwunsch dran, und zwar vom guten Toto. An dieser Stelle viele Grüße an dich. Wir haben uns ja auf der Pixelbörse in Düsseldorf getroffen. Und da hast du dir dieses Spiel mal gewünscht. Und der Toto, der hat eine ganz, ganz feine Facebook-Seite. Hat ein sehr schönes Projekt, wo er ein bisschen die Super Nintendo-Module dokumentiert, fotografiert und so weiter. Ich verlinke die euch natürlich. Also wenn ihr bei Facebook unterwegs seid, solltet ihr auf jeden Fall mal der Gruppe beitreten. Ist sehr informativ auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat der sich das Spiel Mohawk und Headphone Jack gewünscht. Vor allen Dingen, weil das Spiel so trippy ist. Und ganz ehrlich, wenn man sich so das Titelbildschirms Dingsbums anschaut. Ja. Also, irgendwelche Drogen waren da doch bestimmt im Spiel, oder? Aber wollen wir mal gucken, wie es sich spielt auf jeden Fall. So, das sind wir. Wir können uns so einen Grashügel machen, wenn wir uns runterducken. Dann können wir laufen. Wir können enorm weit springen. Also normale Gravitation scheint hier aus zu sein. Was war das jetzt? Ach du Scheiße. Ich glaube, das sollte man wirklich nicht spielen, wenn man irgendwie angetrunken ist oder sonst was. Boah. Guckt euch mal dieses Scrolling an. Muss ich hier denn irgendwie hochspringen? Jetzt bin ich hier irgendwie im All. Hilfe! Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und jetzt dreht sich schon wieder. Okay, was machen die anderen Tasten? Okay, ich kann mich auf Tastendruck zu so einer Stachelkugel machen. Damit kann ich bestimmte Gegner erledigen, nehme ich mal fast an. Dann mit einer anderen Taste kann ich mich... Ah, aber da verliere ich oben hier diese Punkte-Dinger. Wird wahrscheinlich so die bildschirmfüllende Bombe sein oder irgendwie sowas, ne? So ein Spezialangriff. Sollte ich mir das wahrscheinlich am besten aufheben. Ich sammle jetzt einfach mal die CDs ein. Ich schätze mal, das wird so Pi mal Daumen das Ziel sein, aber... Guckt euch mal das Sprungverhalten an. Also Gravitation. Egal. Jetzt habe ich ein Autorad unten. Jetzt dreht sich das schon wieder. Also die haben es mit dem Mode 7 Effekten zu gut gemeint, oder? Alter. Da verliert man ja voll die Orientierung. Wo bin ich? Wo ist oben? Wo ist unten? Hilfe! Was zum Teufel? Ganz ehrlich? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Wieso dreht sich das denn alles mit? Man ist ein schöner Effekt, ne? Aber... Also ich wüsste jetzt echt nicht, wo jetzt der Levelanfang ist. Tut mir leid, Leute, aber ich bin jetzt gerade einfach ratlos. Wie gesagt, ich... Bleib mal dabei, ich sammle mal die CDs ein. Okay, kann ich hier so einen Walljump machen? Anscheinend nicht. Also, ihr wisst, ich habe meistens irgendwelche blöden Sprüche auf Lager und so weiter, aber ich bin gerade echt verwirrt. Also, der Levelaufbau ist ja echt seltsam. Vor allem dieses ständige Rumgerotiere mit dem Mode 7 Effekt und so weiter. Wenn das überhaupt Mode 7 ist, ich bin mir gerade nicht gerade sicher. Castlevania oder sowas, da gab es ja solche Effekte mal. Dezent eingesetzt können die natürlich echt super sein, ne? Aber so verwirrend hier. Also wie gesagt, ich springe jetzt einfach mal auf den Plattformen rum. Ich hoffe mal, ich sammle mal die CDs ein. Aber... Wie kommt man auf die Idee von so einem Konzept? Ganz ehrlich.
Also ist auf jeden Fall ein guter Wunsch von dir, Toto. Das ist wirklich... Da fragt man sich die ganze Zeit, was haben die Jungs geraucht? Und wo kriege ich das? Weil das muss was Gutes gewesen sein. Oder was Schlechtes, je nachdem, wie man es sehen will. Meine Fresse, ey. Jetzt kreuze ich es hier wieder mit. Okay, jetzt bin ich tot. Okay, jetzt bin ich wieder am Anfang. Ja. Ich bin verwirrt. Sagen wir es mal so. Ach, jetzt habe ich wieder Rad. Okay. Habe ich jetzt keine besonderen Fähigkeiten. Jetzt habe ich eine große CD. Bin ich jetzt unbesiegbar? Also, mich würde mal echt das Handbuch in diesem Fall von dem Spiel interessieren. Ob das irgendeine Aufklärung bietet, was ich hier eigentlich machen muss. Ich fliege hier einfach frei rum. Ich habe keine Ahnung. Ich fliege da frei rum und ich habe keine Ahnung. Ich habe da gerade zum Beispiel überhaupt nicht gelenkt. War durch diese verschiedenen Anziehungskräfte oder was das sein soll, ist man halt ratlos. Ich habe echt keine Ahnung. Aber noch nicht mal ansatzweise. Und hier weiß man auch nie, was eine Plattform ist und was nicht, weil hier jetzt diese quadratischen Blöcke mit den Lichtern links und rechts. Würde ich jetzt denken, das ist eine Plattform, worauf man landen kann. Ich habe gerade versucht, drauf zu springen und schon dreht sich die ganze Welt. Hilfe! Boah, also das kann man aber echt nicht mit schwachen Magen, oder? Stellt euch mal vor, ihr habt so ein... Ich habe mal Samstagabend schön gebechert und wacht mit einem Kater auf. Oh, hier ist noch flauen Magen und so weiter. So am Sonntag. Und da denkt euch so, ja, boah, Junge, irgendwas Ruhiges jetzt, ne? Irgendwas Ruhiges jetzt, weil muss mich beruhigen. Komm, Super Nintendo. Das kann man locker gut nebenbei spielen, ist kein Problem. Und dann haut ihr das Spiel rein. Dann kommt das alles gleich wieder raus. Aber original. Aber alles. So sie ist ein prima Abführmittel, ne? Also, so mäßig nicht. Ne? ich red mich hier wieder um Kopf um Kragen, ey, weil ich so verwirrt bin. Aber das ist, wurde ja von THQ gepublished, ne? Das war, die waren ja damals schon eine relativ große Firma, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann kann man mal sehen, wie experimentierfreudiger diese großen Firmen damals waren, ne? Weil sowas wie doch heute im Mainstream... Was war das denn, wie das passiert? Aber was im Mainstream würde das nie und nimmer irgendwie gegreenlightet werden. Aber damals ging das und da wurden Module produziert und ich habe jetzt gesehen, es gibt da, das ist jetzt nicht nur Amerika, das erschien in Amerika und in Europa, wenn ich das richtig gesehen habe. Also kann man ja nicht mal jetzt argumentieren, ja, das ist halt so ein kurioses Ami-Ding oder irgend sowas. Da wurde richtig Geld in die Hand genommen, um da diese Sachen zu produzieren und anzupassen. Aber hier war ich schon. Was muss ich hier machen? Nein, nein! Also manchmal darf man auch nicht zu viel springen, glaube ich, ne? Weil man, nein, aha, ja, ich... Aha, das ist halt so die Sache, man springt so aus Reflex, wo man es eigentlich nicht dürfte. Shit, jetzt bin ich schon wieder tot. Ich habe aber keine Lebensanzeige jetzt irgendwie gefunden, hier. Okay, noch ein Versuch. Mal gucken, ob ich den Levelausgang finde. Ich habe mal auf Spaß im Vorfeld ganz kurz so durch so ein Longplay durchgeskippt. Es wird noch trippiger als das hier. Also immerhin haben sie versucht, was Eigenständiges zu machen. Das kann man sagen. Aber es ist einfach so verwirrend. Also jetzt nochmal, ich komme hier nicht weiter. Ich glaube, ihr und ich habe jetzt so einen gewissen Eindruck zu dem Spiel bekommen. Ja,
ich verstehe es auch nicht so ganz. Es spielt sich halt sehr komisch, dadurch, dass diese gravitationsmäßig, man verliert sehr schnell die Orientierung dadurch. Und man hat da diesen typischen Plattformer-Reflex irgendwie, dass man, ne, ab und zu mal ein bisschen springt und wenn man das hier unbedacht benutzt, dann gleitet man sofort irgendwie komplett ab und sowas. Interessant, ich denke mal, wenn man sich reinfuchst, könnte es gehen. Aber ich glaube, das ist mir zu weird irgendwie. Es ist einfach zu sehr anders, glaube ich. Dafür ist es passend in dieser Serie. Es ist, glaube ich, nicht automatisch schlecht programmiert. Man muss sich, glaube ich, drauf einlassen. Aber, hey, sehr trippy, sehr... Also, wenn ihr mal auf so eine Erfahrung Lust habt, könnt ihr da gerne mal reinspielen, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber, danke auf jeden Fall, Toto, für den Wunsch. Wie gesagt, besucht seine Facebook-Seite und ansonsten, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Macht's gut!